Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Suikoden 3. Wir gehen jetzt mit unserer frisch gebackenen Flame Champion Chris erstmal wieder ein bisschen Geld und vielleicht auch Schätze scheffeln. Ich habe mich beim letzten Mal getraut, hier ein bisschen tiefer vorzupreschen und wollte mich jetzt mal... Oh my gosh, ich habe Atari nicht geheilt. Das ist natürlich mega dumm, in so einen Kampf nicht mit maximaler Energie einzusteigen, aber vielleicht passiert ja hier trotzdem ein kleines Wunder. Wir werden sehen. So, True Fire. Das, sieht doch ganz nett aus. Die Fire Flame, die trifft auch nur einen Gegner. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon gesehen. Ich wollte mich da trotzdem jetzt nochmal ein bisschen reingrooven. Ne, sie greift dann mal normal an. Zwei Runden habe ich keine Lust auf den Zauber zu warten. Viper for One-Hand Sword User. Ein Drittel Chance for Death Blow. Wird vermutlich nicht funktionieren, aber ich kann jetzt mal die Combo Attack mit den zwei Hübschen hier wieder anwenden, die ich wieder ins Team geholt habe, nachdem das im letzten Quest-Chapter schon gut funktioniert hat. Und ich bin noch in meiner Ausprobierphase, ohne zu wissen... Oh, das war aber wenig Schaden. Das war sehr wenig Schaden. Dafür macht Chris das wieder gut. Fred macht wieder alles kaputt. Und, wie ich gerade feststelle, die bringt nicht, wie bei der letzten Begegnung mit ihr, am Anfang immer den gleichen Zauber. Das war ja meine Vermutung. Das hier ist trotzdem nicht so geil. Eventuell stirbt mir jetzt jemand weg. Ne, alle sind noch am Leben. Okay, das war erstaunlich harmlos. Wer übernimmt jetzt das Thema Heilung? Warte mal, hatte ich das überhaupt auf der Uhr, als ich meine Charaktere ausgewählt habe? Nee. Hier habe ich auf jeden Fall Anpassungsbedarf. Ich habe niemanden, der heilt. Das ist natürlich richtig schlecht. Ich greife sie mal mit allen an, in der Hoffnung, dass sie es vielleicht nicht mehr allzu lange macht. Das Problem ist halt, dass sie immer auf alle geht. Es wäre halt schön, wenn sie auch mal einen Einzelnen attackieren würde, aber das haben wir bisher noch nicht gesehen. Ist aber auch gerade mal der zweite Kampf gegen sie, also vielleicht hat sie ihr ganzes Portfolio noch nicht präsentiert. Das ist wieder genau das Gleiche, okay. Ich meine, es sieht wunderschön aus, aber wenn du bestimmte Sachen 10-mal gesehen hast, dann ist egal, wie hübsch das ist, dann wird es einfach nur... Ups. Einfach nur problematisch. Ich dachte, Watari hätte das jetzt noch überlebt, aber scheinbar nicht. Okay, so, ich gehe jetzt nochmal auf Autokampf. Ich habe ja gespeichert. Oh Mann, Leute, ey, in so einem wichtigen Kampf könnt ihr nicht daneben schießen. Was ist das? Oder daneben treffen, zielen, was auch immer. Ja, wir haben... Beim letzten Mal haben wir halt mit dieser... Oh, shit. Okay, das geht gerade in eine Richtung, wie ich sie eigentlich nicht haben wollte. Vielleicht hätte ich doch den Feuerzauber am Anfang machen sollen. Das einzige Problem ist, dass ich keinen Gruppenheiler habe. Das habe ich tatsächlich verpennt beim letzten Mal, das irgendwie zu berücksichtigen. Es wäre halt auch geil, wenn du... Wobei, hatten wir einen Rune Sage in Shisha Village? Ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube, da gibt es aber keinen. Also ich habe ja auch gar keine Möglichkeiten, dann die Runen anzupassen. Wobei doch über meinen Support-Character eventuell. Ach, keine Ahnung. So, ich gucke jetzt, dass ich das hier irgendwie noch siegreich durchgeboxt kriege. Wobei, ich wollte eigentlich doch nochmal die Final Flame probieren. Aber sie hat, glaube ich, auch so wenig Magie nur. Deswegen braucht sie wahrscheinlich auch zwei Runden dafür. Aber dann greife ich ja gar nicht an. Sie ist meine Haupt-Damage-Dealerin. Nee, komm. Wir probieren es nochmal mit einer Autorunde. Wenn die das jetzt zu viert nicht schaffen, dann ist das so... Nee, okay, die ist down. Kriegen die, die jetzt verreckt sind, auch noch Erfahrungspunkte? Das wäre irgendwie cool. Nee, kriegen sie natürlich nicht. Oh Mann, ey. Was ein Fail. Vor allen Dingen bin ich auch auf die Moneten hier gar nicht zwangsläufig angewiesen. Aber mich nervt, dass sie jetzt die Erfahrungspunkte nicht bekommen haben. Und die hängen auch noch levelmäßig hinterher, die beiden. Gar nicht gut. Okay, ich habe ja auf jeden Fall massiv Anpasspotenzial. Leo hat auch noch einen Slot frei. Ah, das ist scheiße. Es ist scheiße, dass du nach so einem wichtigen Wechsel, wo du deine Truppe neu zusammenstellen kannst, nicht alles hast in der Stadt, wo du dann weitermachst,
um das halt alles anzupassen. So, was soll ich denn jetzt machen? Wo kriege ich jetzt eine Water-Rune her? Warte mal, wo ist denn mein Support-Character? Mit dem kann ich doch aber nur Trade-In machen, oder? Der hilft mir jetzt ja auch nicht weiter. Wobei, warte mal. Nee, ich will... Ich bin bei Status, bin ich falsch. Skills. Mike, Rune Sage. Oder kann ich ja auch welche einkaufen? Nee, ich kann nur affixen. Ja, und wenn ich dann halt nichts dabei habe, was meinen Anforderungen gerecht wird, dann hast du halt Pech. So, egal. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Müssen wir gucken, dass wir das Beste draus machen. So, ihr zwei. Ich hoffe, wir kriegen euch levelmäßig nach und nach auf ein anständiges Niveau nach oben gebracht. Ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Denn austauschen möchte ich die eigentlich nicht. Ich mag nämlich auch deren Combo-Attack, was sie nur noch mehr als mein Hauptteam oder an mein Hauptteam bindet. Aha, schon wieder sechsstellig. Geil. So, Stone of Evasion. Hier werde ich jetzt wieder einiges mitnehmen. Das alles, um damit Geld zu verdienen, auch wenn wir es nicht unbedingt nötig haben. Das ist aber dadurch, dass das jetzt hier der zweite Besuch ist, natürlich auch alles nicht mehr so stark. Den Rest lasse ich mal hier. Das ist auch okay. Dafür haben wir beim letzten Mal richtig abgeräumt. Ich hoffe nur, die Sachen, die ich damals mit dem Godot-Team hier rausgeholt habe aus der Kiste, ich hoffe, die stehen uns zu einem späteren Zeitpunkt in irgendeiner Form noch zur Verfügung. Ach, warte mal, ich habe hier noch einen unverarzteten. Hier, den Fred einfach mal voll vergessen. Will ich dieses Dilemma abspeichern? Wir machen mal lieber. So, ich weiß nämlich nicht, was als nächstes kommt. Und... ja, eigentlich ist ja nicht viel passiert jetzt. Ich habe ein bisschen Heilmittel verschwendet, das ist nicht schlimm. Außer, dass die halt keine Level-Ups generiert haben. Aber das verschiebt sich dann einfach ein bisschen. Und das ist eigentlich objektiv betrachtet gar nicht so übel. Aber ich habe, wenn ich privat spiele, da bin ich wirklich sehr, sehr pingelig. Also wenn ich dann in einem Bossfight, wenn am Ende des Bossfights nicht alle leben... und dann die am Boden liegenden quasi keine Erfahrungspunkte bekommen, dann lade ich nochmal neu und mache den erneut. Es sei denn, der war so stark, dass ich befürchten muss, dass ich das kein weiteres Mal schaffen könnte oder da Probleme kriege. Aber normalerweise... Aber am allergeilsten ist es natürlich, wenn die Spiele es dir ermöglichen, auch toten Gruppenmitgliedern noch Erfahrungen zu geben. Also wenn es dann halt egal ist, ob sie am Boden liegen oder nicht. Das ist dann der Best Case. Aber was? Man kann nicht auf eine Million nach oben? Was ist das denn für ein Beschiss? Ey, ich habe mein Geldzenit erreicht. Ich muss unbedingt Moneten ausgeben. Sonst verpufft das ja hier alles. Das ist richtig demotivierend hier schon wieder. Okay, wir müssen ganz schnell raus, Leute. Ich muss mein Geld irgendwo loswerden. Wo gibt es denn sowas? Am liebsten würde ich mein Geld ja jetzt beim Schmied loswerden. Aber hier ist weit und breit keiner. Schon ein bisschen gemein. Aber egal. So haben wir wenigstens ein bisschen Herausforderung. Nicht, dass ich die unbedingt bräuchte. Aber hey. Ich habe mich mit Godots Truppe eigentlich voll wohl gefühlt. Da hatte ich einen Heiler mit drin. Wir haben richtig viel Damage ausgeteilt. Irgendwie bin ich bisher über jeden Kapitelwechsel irgendwie traurig, meine alte Gruppe aufgeben zu müssen. Immer wenn der Punkt erreicht ist, dass so, dass du dich mit denen zusammengewachsen und stark fühlst, musst du die abgeben. Ey, das machen die doch mit Absicht. Also ich muss jetzt mal drauf achten, das habe ich nämlich nach dem letzten Kampf nicht gemacht, wie weit Watari und Ayame von ihren Level-Ups entfernt sind. Ey, ich muss die auf jeden Fall stärker machen, weil die greifen wirklich dreimal an. Und das ist so gut einfach. Weil du dann im Grunde genommen die Schadenserhöhung ja verdreifachst. Es sei denn, der Bonus auf Schaden, der wird irgendwie anders berechnet. Ich habe gerade schon wieder nicht gesehen, wie viel Punkte für ein Level-Up noch benötigt werden. Ach, das sieht man aber auch hier. Ah, okay, Ayame ist kurz davor. Alles klar. Nee, dann passt das. Vielleicht kann ich, bevor ich den nächsten Bossfight erreiche, sie nochmal ein bisschen stärken durch ein Level-Up. Ich bin übrigens immer noch ein bisschen lost. Vielleicht erinnert ihr euch noch aus der letzten Folge, wo es eigentlich hingeht. Weil so viele Möglichkeiten haben wir nicht. Ich dachte tatsächlich, dass dort jetzt was passieren würde, in dem Hideaway. Aber
nichts da, wie man gerade gesehen hat. Ich weiß nicht, sollte ich nach Alma Kinan? Ich weiß gar nicht, wie ich hier abbiegen muss. Vor allem mit Gedow war der Bereich, glaube ich, nicht betretbar. Ich habe es nicht so ganz akribisch probiert, aber ich glaube, ich nehme den Abstecher nach Norden nochmal mit. Vielleicht kann ich da auch ein bisschen Geld investieren. Ich bin gar nicht mehr darüber im Bilde, was dort überhaupt zur Auswahl stand. Ich glaube aber, und das, was jetzt wieder interessant war, das war Alma Kinan nicht der Ort, wo wir beide Teacher hatten? Für Magie und für physisch. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine Motivation. Und auch die Level-Ups hier, die sicher noch kommen werden, zumindest mit Blick auf unsere Ninja-Freunde. Das wird auch hoffentlich ein bisschen vorangehen hier. So, das war aber noch nicht die Abzweigung, glaube ich. Soll ich da trotzdem mal gucken gehen? Oh, wie mich die Encounter hier jetzt wieder nerven. Das ist genau das, was ich in der letzten oder vorletzten Folge angesprochen habe. So, wenn du so im neuen Gebiet bist und dich zum ersten Mal irgendwo vortastest, voll cool, gar kein Thema. Nehme ich gerne jeden Gegner mit. Aber wenn du nicht weißt, wo du hin sollst, erstmal nur mal eben schnell durch die Gebiete durchhuschen willst, ist das einfach Murks. Aber egal, trinke ich halt Kaffee, Prost. Und jetzt kommt noch erschwerend der Faktor hinzu. Also was heißt erschwerend? So zusätzlich demotivierend, dass ich jetzt von dem Geld gar nicht mehr profitiere. Entschuldigung, es verabschiedet sich auch noch meine Stimme. Was ist das Kuput Forest? Was soll das werden, wenn es fertig ist? Ey, ich glaube, ich werde Leo und Boris nicht die ganze Zeit behalten. Ich fühle mich nicht wohl. Das ist keine Wohlfühlgruppe. Auch wenn wir gerade stark sind und uns gegen alle Widrigkeiten wahrscheinlich gut zur Wehr setzen können, aber man will ja schon so Sympathie auch haben, wenn man seinen Leuten beim Raufkloppen zuguckt. Liegt da was? Können wir was mitnehmen? Mega Medicine B. Okay, dankeschön. So, und das habe ich aktuell nicht. Ich empfinde nicht die gleiche Herzenswärme wie bei Gedows Team, die wir bis einschließlich letzte Folge ja noch eine Weile begleitet hatten. Und ich brauche ein neues Pärchen. Aber das wird wiederum gar kein Thema sein, wenn sich das irgendwann öffnet. Also wenn wir auch die Thomas-Leute zum Beispiel, die ja jetzt hier noch komplett außen vor waren, auch in der letzten Folge, wenn wir die Thomas-Leute und die Hugo-Leute und alles und überhaupt da noch mit drin hätten. Also zur Auswahl. Das würde das Ganze nochmal ein bisschen interessanter gestalten. Eigentlich müsste ich auch mal all meine Leute um ihr Equipment halt erleichtern. Ey, da schlummert noch so viel starkes Equipment rum. Was ist das denn für ein Drecksangriff gewesen? Das hat auch voll viel Schaden ausgeteilt. Boah, ey, ich hoffe, dass meine Wahl, die auf Chris getroffen ist, nicht irgendwie den Schwierigkeitsgrad unnötig geboostet hat, weil da habe ich gar keinen Bock drauf, dass ich jetzt hier ständig Probleme habe. Also das hier geht noch klar, so. Wobei ich finde, dass das hier gerade für einen Standardkampf schon sehr, sehr anspruchsvoll ist irgendwie. Kann jetzt bitte mal keiner sterben? Das wäre ganz nett. Ich glaube, der hält auch nicht mehr so viel aus, ich wollte gerade sagen. Der hat nämlich gerade schon gut was abbekommen. So, Vatari ist kurz vor seinem nächsten Level-Up. Wir haben inzwischen wieder gut Punkte auf- und eingesammelt. So, ich will heilen. Warte. Nehmen wir doch die Medicine C, die wir vor kurzem bekommen haben. Und ich weiß, das ist ein bisschen verschwenderisch, weil so viel Heilung wäre nicht nötig. Aber ich habe auch gar kein Problem damit, wenn in unserem Inventar ein bisschen Platz frei wird. Vor dem Hintergrund alles easy. So, jetzt erstmal die halbe Weltreise nach Alma Kinan. Wie ich gerade ernüchtert feststelle, hat sich meine Theorie beim letzten Mal auch nicht bestätigt, dass wir mit der Wahl des Flame Champions vielleicht auch die Power bekommen, uns zu teleportieren. Das wäre schön gewesen, aber nix da. Ich warte immer noch. Es liegt schon eine Weile zurück, seit ihr mir geschrieben hattet, dass es nicht mehr lange dauert. Aber ich spiele wohlgemerkt auch sehr langsam, das ist mir klar. Trotzdem, ich sehne diesen Moment herbei,
und hoffe, dass wir dann ein bisschen smoother auch durch die Parts kommen und auch ein bisschen mehr pro Folge schaffen, weil das fühlt sich nicht so ganz produktiv an, was pro Folge hier passiert. Passiert. Weißt du Bescheid? Wird neuerdings mit SCH geschrieben. So, ich muss jetzt Geld loswerden. Bitte. Egal, was ihr mir anbietet. Ich möchte irgendetwas kaufen. Auch wenn es nur Schrott ist. Auch wenn wir irgendwo Geld spenden können oder so. Packt eure Spendenbox aus. Hier komme ich. Oh Gott. Also ich will jetzt nicht wieder Charaktere haten. Oder irgendjemanden auf dem Kika haben. Aber Fred, wir müssen mal ein ernstes Wörtchen sprechen. Der haut die ganze Zeit daneben. Was ist da los? Woran liegt das? Skill? Magic? Was ist der Wert, der darüber entscheidet, ob ein Charakter trifft oder nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es der Luck-Wert? Ich guck gerade mal, wo er hinterher hinkt. Er hat tatsächlich den mit Abstand geringsten Skill-Wert. Aber kann das damit zusammenhängen? Das würde mir irgendwie komisch erscheinen. Warte mal, gab es denn nicht irgendwann mal auch eine Erklärung irgendwo? Browse Profile. Nee. Vielleicht müsste ich auch ins Booklet reingucken. Ich weiß nicht. Vielleicht war das auch nur Zufall, weil du hast wahrscheinlich irgendwo eine prozentuale Chance hinter jedem Charakter, aber durch irgendetwas muss dieser Prozentwert ja definiert sein. Oder der ist einfach charaktergebunden und du kannst den nicht beeinflussen. Das wäre aber für einen RPG schon sehr komisch. So, warte mal, wie war das nochmal? Man konnte hier an Schildern erkennen. Hier sehe ich kein Schild. Das ist aber auch das Haus von dieser Dame, die uns damals geholfen hat. Wie hieß die? Nairi oder so? Was gab es bei dir nochmal? Du bist ein Rune Sage. Okay. So, warte mal. Ich habe Bedarfe, nämlich nach Water. So, deswegen nehmen wir das einmal mit. Haben wir auch jemanden, dem wir das fixen können? Hier auf jeden Fall nicht. Watari hingegen schon. Und der wird das auch bekommen. Disappear momentarily to dodge attack. Fire magic attack for weapons. Increases probability of high damage hits. Ne, du bekommst das hier einmal abgenommen. Das tauschen wir. So. Dann könnte ich noch mehr kaufen. Aber ich habe doch gar keine freien Slots mehr, oder? Fix Medicine zum Beispiel. Das kann theoretisch jeder tragen. Aha. Und warum konnte Leo Water nicht tragen? Also es kann... also bestimmte Charaktere können auch nur bestimmte Runen tragen. Entnehme ich da dem Ganzen jetzt so. Automatically uses medicine on a wounded ally. Ich gebe ihm das mal, bevor das hier leer bleibt. Außerdem habe ich dann wieder ein bisschen Platz freigeschaufelt. Meines Erachtens eine Win-Win-Situation. So, und hier habe ich keinen Abnehmer. Ich könnte allerhöchstens bei Fred das einmal austauschen, aber das machen wir erstmal nicht. Ich habe keine 9.999 mehr. Das ist eigentlich das Wichtigste an der ganzen Sache. Wobei, warte, ich will noch einmal kurz gucken. Was sie hier sonst noch so hat. Ich komme nicht auf eine andere Seite noch. Das war gerade so ein bisschen mein Gedanke. Jongleur hat auch irgendeinen Ally. Da stand gerade irgendwo links eine 1. Ich glaube, ich habe das Ding sogar schon zweimal irgendwo gefunden und eventuell verkauft. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So, was bist du für ein Laden? Hä? Ach so, nee, das hier ist der Teacher-Laden. Ich dachte mir gerade, hä, warum ist da ein Schwert drauf? Ich denke, hier kann man keine Weapons kaufen, aber dafür ist es auch nicht gedacht. Okay, dann lass uns mal erstmal nach hinten gehen. Und dann bin ich gespannt, was hier so geht. Vor allen Dingen bei den Rittern, die ich jetzt mit drin habe. Ich glaube, da haben wir vor Ewigkeiten das letzte Mal was reingepumpt, wenn überhaupt. Sie ist leider komplett fertig. Hier sind wir beim falschen Teacher. Hier geht aber noch einiges und das ist gut so. Hier habe ich aber auch leider nicht die vielen Punkte. Schade, dass man das nicht übertragen kann. Pushes body to heal when HP reaches zero. Helps repel foes stun and unbalance attacks. Alles gar nicht mal so uninteressant. Ich gehe jetzt aber trotzdem eher auf die Standardsachen. Oh, man kann Armor Protect... Ah, das ist auch ein Perfect Match, sehe ich da oben. Oh, das wird ja auf ein S nach oben bringen können. Das ist krass. Und Damage auch.
Okay, das ist interessant. Ich meine, er ist ja auch der Inbegriff eines physischen Angreifers und Ritters. Also das passt auch irgendwie beides voll zu dem. Ist nur echt schade, dass ich nicht mehr Punkte habe, die ich irgendwie von Chris zum Beispiel rüberholen kann. Umverteilung wäre halt schön. Aber was nicht geht, das geht nicht. Aber jetzt bin ich durch die beiden wenigstens wieder ein bisschen motiviert. Auch Boris hier wieder ein paar Pünktchen zu sammeln. Den hatte ich aber scheinbar ein bisschen länger schon im Team drin. Wenn ich mir so angucke, dass wir hier schon Dinge ausmaximiert haben. Oder die hat er von Anfang an schon so mitgebracht. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Hier nehmen wir jetzt noch Repel. Ich glaube, Boris hat bisher immer getroffen. Ich sehe hier nicht so die Notwendigkeit, das zu boosten. Aber das sind noch 3 Slots frei. Ey, komm. Da müssen doch mit Level-Ups jetzt, muss doch da noch ein bisschen was nachrücken. Und die sind auch fast durch. Das ist ja traurig. Raises Speed of Movement, raises Chances of Repelling False Attacks. Das hier ist für mich gerade wichtiger, weil die irgendwie noch so ein bisschen der Schwachpunkt sind unserer Gruppe und allem, was die ausweichen können. Damit ist uns geholfen. Perfect Match, 350. Eieiei. Okay. Also ein Repellwert auf S hatten wir bisher auch noch mit keinem Charakter. Könnte noch interessant werden. Ich habe jetzt übrigens auch meine Antwort scheinbar, dass Alma Kinan wohl auch nicht der richtige Weg ist. In Duck Village wird vermutlich alles eskalieren. So, Lesson. Sword of Magic. 8 Sword Magic Chant and Magic Power. Aber mit dem zauber ich doch eigentlich gar nicht, oder? Weiß ich gerade nicht mehr aus dem Kopf, was der so hat. Oder auch nicht hat. So, hier gab es für ihn nichts weiter. Und bei Ayame sind wir auch durch, alles klar. Ja, für Leo ist das eigentlich am lohnenswertesten. Aber der hat leider nicht genügend Pünktchen. So, warte mal, ich treffe hier die Treppen irgendwie nicht, weil ich zu blöde bin zu laufen. Aber hier können wir nochmal gucken, ob sie vielleicht Raritäten haben. Vielleicht auch irgendwas anderes noch. Raritäten sind auf jeden Fall da. Increases Probability of High Damage Hits. Ich finde das schon geil. So, ich nehme das nochmal mit. Und gucke dann gleich mal drüben, ob wir das eventuell tauschen können. Also ich finde sowas irgendwie cooler für meine physischen Angreifer als so ein Sword of Fire oder wie diese ganzen Dinger heißen, die dir dann so eine Elementaraffinität auf die Waffe packen. Was halt auch nicht immer für jeden Gegner so hilfreich ist, ne? Ich weiß gerade nicht, warum ich hier nach hinten gehe. Vielleicht erhoffe ich mir hier irgendjemanden zu sehen. Du vielleicht. Mr. Duck is staying here. He sometimes helps me out. Mr. Duck? Unser Joe? Oder meinst du damit eine andere Ente? Vielleicht ist damit auch gar keine Ente gemeint, sondern das ist zufällig gewählt, dieser Name. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. So, dann lass uns nochmal hier bei Chefin vorbeigucken. Ob die das irgendwie kommentiert. Wir haben ja damals sehr viel Input hier auch bekommen zu Flame Champions. Please feel free to use all of the village facilities. You must be tired, relax and take things easy. Das ist ja richtig unspektakulär. Ich dachte, hier würde jetzt voll... Würden wir jetzt erstmal einen Tee aufsetzen und wieder 10 Minuten Dialog oder sowas haben. Na gut, ist nicht schlimm. Wir haben genug andere Sachen zu tun. Es eilt überhaupt nicht. Na, kleine Maus, was gibt's? I hear the Duck Clan has plenty of water and it's really lively. Does that mean they have lots of water bottles? Das hat sie uns schon mal gefragt. Schon ein bisschen süß. Eigentlich müssen wir sie mitnehmen und mal nach Duck Village vorbeischauen lassen. Oder in Duck Village. Nach Duck Village mitnehmen und sie in Duck Village umschauen lassen. So rum wäre es, glaube ich, richtig. So. Ach, hier bin ich ja gerade schon mal drin gewesen. Hä, aber... Ist das hier als Inn gekennzeichnet? Ja, ist es als Inn gekennzeichnet. Ich bin einfach nur blind. Als ich darauf zugelaufen bin, hat die Minimap, glaube ich, mir den Blick darauf ein bisschen versperrt. Das ist jetzt meine billige Ausrede, die mir zu Recht keiner abnehmen wird. So, ich gucke jetzt nochmal, ob wir den Killer irgendwo untergebracht kriegen. Fix.
Killer. So, wer könnte denn theoretisch hier? Das hier würde aber auch gehen. Was ist denn Viper? Boah, eigentlich könnte ich mir auch mehrere Killer einkaufen. Ganz ehrlich, für ihn wäre das nämlich auch hilfreich. Aber ich nehme jetzt hier erstmal Sword of Thunder weg. Lightning Magic Attack for Weapon. Ja, bitte einmal austauschen. Und diese ganzen Sword of irgendwas. Weiß ich nicht. Verkaufen kann man hier nicht. Ach, wir lassen das jetzt erstmal so. Ist okay. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt mit diesem Team langfristig weitermachen werde. Deswegen lohnt es sich da eventuell noch gar nicht so tief einzusteigen. Eine Übernachtung hätte sich eventuell aber gelohnt. Ich habe jetzt aber keinen Bock, nochmal zurückzulaufen. Wir haben jetzt eh wieder so viel Weg- und Waldstrecke nochmal vor uns, dass ich das nicht noch mehr in die Länge ziehen möchte. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Ich bin jetzt auch nicht speichern gewesen. Aber eigentlich fühle ich mich relativ sicher. Was ich aber gut finde, auch wenn ich immer viel meckere, gerade was so das Thema Mobilität in dem Spiel angeht, aber ich finde es gut, dass die Charaktere... Ja, ich habe es schon an der Musik gehört. Oh shit, ey, wenn man vom Teufel spricht, ne? Gerade noch gefragt, ob ich mich gut genug abgesichert habe und dann haben wir den Salat. Also... Was machen wir? Ich wünschte mir, sie würde in einem Turn das schaffen. Wisst ihr, was ich meine? Das würde so viel Ruhe hier reinbringen. Dann versuche ich es hier mal mit einem Phönix. Hier haben wir diese Deathblow-Chance. Das traue ich mich aber bei so Special-Gegnern irgendwie nicht. Und hier Combo-Attack. Das trifft aber nur einen. Ich glaube, das wird bei denen wenig Schaden austeilen. Ich glaube, das machen wir nicht. Ich will den Einzelschaden haben. Auch weil Vataria diesen Killer noch mit drin hat. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, die sind gegen diesen Waffentypus jetzt auch nicht sonderlich empfindlich. Hat man hier auch gerade wieder gesehen. Aber das läppert sich. Ich glaube, das ist trotzdem mehr Schaden. Ich will da zumindest dran glauben, als wenn ich jetzt diese Combo-Attack genommen hätte. Boah, ich glaube, das könnte gefährlich werden. Ich hoffe, die Defensive meiner Leute wird das irgendwie aushalten, was die hier imstande sind, auszuteilen. Ich glaube nämlich, das war nicht wenig. Da habe ich ein bisschen Angst. Es kommt auch noch Vergiftung mit dazu. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert, bevor wir aus Shisha Village losgezogen sind, glaube ich, ne? Ich muss unbedingt gucken, dass ich jetzt die Meute hier halbiere. Aber warte, irgendjemand hat doch jetzt Heilung gelernt, oder? Wie war denn das nochmal? Oh, Medicine A habe ich hier auch. Warte mal, ich bin gerade am Überlegen. Dann lass mich doch das einmal nehmen. Weil diese Gruppe... Achso, das kann sie nur auf sich selbst. Ah, schade. Schade, wobei Share... Ach nee, Share heißt nur, dass sie das unter sich aufteilen. Also den Heilungseffekt. Nee, das ist dann leider auch nicht in meinem Sinne. So, Medicine. Hä, aber habe ich nicht... Ich habe doch irgendjemandem Water gegeben. Das waren hier die Ninjas, waren das, ne? Ja, hier ist Water. So. Heals for Target and Allies in Area. Ich glaube aber, die Kindness Drops... Die würden... Ich muss niesen. Entschuldigung, ich habe mich weggedreht. Ich glaube, die reichen jetzt hier erstmal. Commence. Ich mache jetzt in der Runde leider sehr wenig Schaden. Ich muss die nächste auf jeden Fall wieder offensiver gestalten. Das Problem ist nur, ich will nicht, dass mir hier irgendeiner abnippelt. Das ist gerade so ein bisschen meine Herausforderung. Ja, mein Hauptdamage-Dealer ist halt Chris. So. Wobei ich nicht weiß, was sie mit einem normalen Angriff imstande ist auszuteilen. Aber das hier macht wenigstens keinen dreistelligen Schaden. Oh, die gehen hier halt immer auf meine Ninja-Gruppe. Deswegen habe ich hier immer den Heilungsbedarf, solange das so bleibt. Andererseits, na wobei, ich muss jetzt langsam auch die anderen mal heilen. Ah, es wird schon eine knappe Kiste hier werden. Warte mal, ich glaube, die kann ich nochmal in den Angriff schicken. Die hier bräuchten jetzt langsam mal Heilung. Also Vatari würde noch so einen Angriff auf jeden Fall überleben.
Also ganz knapp mit 6 Punkten, wenn da jetzt kein Critical Hit raus resultiert. Kindness Drops bitte einmal auf die beiden Ritter, genau. Die haben nämlich gleichermaßen Heilungsbedarf. Da lohnt sich das ein bisschen mehr. Jetzt diese Heilungsaktion gerade bei Watari, weil Ayame die Heilung ja nicht gebraucht hat. Boah, ey, der hält aber aus. Danach muss ich noch einen zweiten kaputt hauen. Oh, das wird, glaube ich, ja echt eng werden. Also ohne diese Wasserrune, die ich gerade mitgenommen habe in Almakinan, wäre das hier für mich, glaube ich, ziemlich aussichtslos. Oh, shit. Jetzt kommt... Geht das nur auf sie? Das ging nur auf sie. Okay, das war gerade gut. Einzelangriffe sind immer gern gesehen. So, warte, jetzt habe ich aber wieder andere Herausforderungen. Also, ich werde jetzt mit Watari die ganze Zeit heilen, weil wir immer irgendwo Heilungsbedarf haben. Hey, warum kann ich denn jetzt hier auf mein Beutelchen nicht zugreifen? Weil Fred paralyzed ist oder was? Diese Medicine A, die ist dann scheinbar bei ihm im Säckchen drin und nicht bei ihr. Das ist nicht unbedingt gut. Okay, dann ist jetzt die große Frage, heilen die sich jetzt selber? Oder heilen die jetzt erstmal Chris und Fred? Die aber beide ja eigentlich noch gute Medicine im Gepäck haben. Oh, mich nervt, dass ich mit denen jetzt jede Runde irgendwie heilen muss. Also ich könnte jetzt auf Risiko spielen, aber ich will, dass hier unbedingt alle das Ganze überleben. Die eine Krabbe. Also jetzt einfach mal bitte draufgehen. Ich kann danach theoretisch eigentlich wieder ins Dorf und mich übernachten legen. Ich verbrauche mir meine ganze Heilung gerade. Katastrophe. Ich glaube, wenn mir die hier nochmal begegnen im Doppelpack, dann muss ich flüchten. Wenn das überhaupt geht. Keine Ahnung, geht das jetzt auf alle? Nee, das geht nur auf einen. Oh, voll gut. Voll gut, das soll die bitte ganz oft machen. Das hat mir jetzt nämlich so den Rücken gestärkt, dass ich mich jetzt mal traue, mit einer Gruppe komplett anzugreifen. So, und ihr macht jetzt mal eure Combo-Attack. Einfach damit ich sehe... Oh, soll ich die auf die oder auf die machen? Nee, ich muss jetzt die Reihen hier, die gegnerischen, dezimieren. Es wäre natürlich jetzt blöd, wenn jetzt doch mehr Schaden bei rumkommt als gedacht. Und dann ist sie aber eigentlich schon kurz vorm Abnippeln. Und ja, 277 ist gar nichts. Ey, unfassbar lange hat das gedauert. Also der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Es war gut, dass wir jetzt hier nur noch einen Einzelnen haben. Das ist für mich immer Worst Case, wenn der angegriffen wird. Aber der kriegt immer nur 150 Schaden. Das heißt, rechnerisch betrachtet dürfte er eigentlich nicht in Gefahr sein. So, ich greife jetzt mit allen an. Ich wage jetzt die Offensive und hoffe, dass es nicht bestraft wird durch was auch immer. Es können auch gar nicht alle angreifen. Irgendjemand war gerade noch paralysiert. Ich weiß nicht, ich glaube, die hat noch volle Energie, diese Mantik hier. Es sei denn, irgendwann im Kampfgetümmel habe ich übersehen, dass sie auch was abbekommen hat. Geht das wieder auf Chris? Diesmal... Achso, nee, diesmal werden beide angegriffen. Aber das ist gut. Solange nicht alle Verbände attackiert werden, kann ich damit gut leben. So, weil dann kann ich jetzt nämlich meine Medicine A einmal anwenden. Ich würde sagen, die scheren das. Du kannst angreifen und ihr könnt auch angreifen. Und nächste Runde. Könnt ihr bitte schnell euer Item schmeißen? Hallo? Chris? Fred? Bitte? Hallo? Wo ist denn das Item? Ey, voll spät. Übertreib nicht. Denk an meinen Puls. Hab doch mal ein bisschen Rücksicht hier. So viel Aufregung kann ich gerade nicht gebrauchen. Ist das wieder Watari? Ey, bitte nur 150. Dann hat er mit 6 Punkten, jawohl, ist er noch am Leben, wenn man das so nennen kann. Oh Mann, ey. Oh Mann, was für ein chaotischer Kampf, ey. Das verlangt mir hier gerade mehr Arbeit als so mancher Bossfight, den wir hier bisher bestritten haben. So, Kindness Drops. Das hier braucht 2 Turns. Ne, darauf kann ich mich leider nicht verlassen. Müssen wir jetzt einmal das hier machen. Mich nervt, dass das Ayame davon gar nicht profitiert und dass das halt so eine Gruppenheilung ist. Ich bräuchte eigentlich für ihn immer nur so eine starke Einzelheilung, aber kannst hier nichts machen.
Der bräuchte halt so ein Item, was er dann auf sich alleine schmeißen kann. Aber was nicht da ist, kann ich auch nicht nutzen. Und schon wieder auf den. Mann, ey, der ist aber auch auf dem Präsentierteller. Ist mir egal. Ich mache jetzt nur eine Autorunde. Und wenigstens kann man sich auf die 150 verlassen. Ich muss nur beten, dass der hier nicht irgendwann Critical Hit raushaut. Sonst geht das hier ganz schnell in eine unschöne Richtung. Weil ich auch einfach nichts zum Wiederbeleben habe. Und der ist down. Gott sei Dank. Ey, war das ein krampfiger Kampf, ey. 72.000 und es hagelt Level-Ups. Ja, perfekt. Jetzt kriege ich mal 72.000 und da verpufft über die Hälfte von. Ist alles schon ein bisschen traurig. Aber ich freue mich über die Level-Ups. Dadurch sieht das jetzt hier nämlich wieder ordentlich aus. So, okay, warte mal. Ich muss jetzt, weil ich plane jetzt wieder einen kleinen Rückzug. Das war so eigentlich nicht gedacht, aber kannst du dir auch nicht immer aussuchen. Ich muss jetzt nochmal zurück. Ich muss unbedingt übernachten, um meine Heilzauber wiederzubekommen. Ich habe nämlich gar keine Sicherheit oder Garantie oder irgendwas, wo es jetzt hier weitergeht und wie es weitergeht. Das ist mir alles ein bisschen zu heikel gerade. So. Ich habe jetzt einfach nur gespeichert und bin übernachten gewesen. Ich habe jetzt nochmal bei Boros geguckt. Der hat noch nicht genügend Skillpoints, als dass ich einen Besuch beim Teacher jetzt nochmal gerechnet hätte. Insofern gibt es hier nicht viel mehr zu tun. Was mir allerdings aufgefallen ist, ich bin überrascht, dass Chris nicht ihre Kleidung auch gewechselt hat. Weil in der letzten Folge, als man da gesehen hat, wie das bei wie das dort in den Räumlichkeiten von Sana und Detlef ausgesehen hat, da hing ja über dieser Stuhllehne die Kleidung des ehemaligen Flame Champions. Und ich dachte wirklich, die würde sich das anziehen. Vielleicht, weil sie eine Frau ist, aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Da könnte ich mir ja gerne sagen, vielleicht hätte Hugo das angezogen oder Godot. Glaube ich aber nicht. Die werden das bestimmt einheitlich handeln. Aber irgendwann würde ich es ganz cool finden, wenn sie sich nochmal umzieht. Ich hoffe nur, dass wenn das passiert, dass sie ihre Haare aufbehält. Weil diese offenen langen Haare, die stehen ja außerordentlich gut. Das war damals irgendwie auch so ein kleines Highlight, als man die so zum ersten Mal gesehen hat. Ey, also diese Mantics, die machen mir hier echt Probleme. Das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die hier überhaupt ein Problem werden könnten. Vielleicht könnte man den mit Zaubern irgendwie schneller beikommen, aber ich weiß nicht. Ich schieb das alles auf den fehlenden Schmied. Könnte ich meine neuen Ritter hier im Team einfach mit den stärksten Waffen versehen, dann würde das hier ganz anders laufen. Behaupte ich mal, ohne es beweisen zu können. Oh, ich habe so einen Kohldampf. Das ist jetzt die vierte Folge, die ich am Stück aufnehme. Ich habe heute noch nichts gefuttert. Jetzt komme ich schon auf solche Ideen und Gedanken, ohne dass das Spiel damit anfängt, über das Essen zu reden. Vielleicht war es auch die Krabbe unterschwellig, ich weiß es nicht. Aber es wird auf jeden Fall Zeit. Und ich gehe gerade gedanklich durch, worauf das heute hinauslaufen wird, essenstechnisch. Ich habe nämlich heute noch so gar keinen Plan für irgendwas. Außer, dass ich meinen Tag mit Suikoden 3 starten wollte. Das war das Einzige, was für heute feststeht. Und das ist gut. Deswegen geht es mir auch so gut. Weiß nicht, ob man das in den letzten Folgen auch gemerkt hat. Aber Tage, wo du einfach keine Termine hast, sind echt der größte Luxus für mich persönlich. Weil das halt selten geworden ist. Andere würden jetzt sagen, ja, aber du hast ja einen Termin, weil YouTube und so. Aber das mache ich ja freiwillig. Deswegen sage ich auch immer, ich könnte meinen Lebensunterhalt niemals, egal wie gut YouTube irgendwann mal laufen sollte, was nie passieren wird, weil mein Kanal generell zu wenig kommerziell ausgerichtet ist, aber ich könnte das nicht. Wenn meine Existenz davon abhängen würde, Videos aufzuzeichnen, dann könnte ich daran keine Freude mehr empfinden. Das ist einfach Fakt. Da gibt es Leute, die ticken anders. Da gibt es Leute, die sind mutiger. Aber für mich hat das Thema Sicherheit und Planbarkeit immer das höchste Gewicht. So.
Und es wird nie, also selbst wenn ich heute das Zehnfache an Aufrufen hätte und das Zehnfache an Einnahmen generieren würde mit YouTube, du hättest nie die Garantie, dass das bis an dein Lebensende so andauert. Und sind wir mal ehrlich, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sonderlich hoch, dass es so bleibt. Das sind, wenn es gut läuft, meistens nur Peaks und nicht mehr. Deswegen, weil ich das in den ersten Jahren vor allen Dingen öfter mal gefragt wurde. Inzwischen habe ich das ja schon so oft beantwortet, dass Leute danach auch nicht mehr fragen. Aber wäre gar keine Option. Deswegen, also ich will nicht sagen, ich bin nicht schadenfroh. Ich gönne niemandem, der den Weg der Selbstständigkeit mit YouTube einschlägt, dass er damit irgendwie auf die Fresse fällt. Aber mein Mitleid hält sich dann eben auch in Grenzen, weil ich mir sage, es sollte niemanden überraschend treffen. Jeder weiß, wie fragil dieses Geschäft ist und vor dem Hintergrund weiß ich nicht. Also das einzige Szenario, wo ich mir vorstellen könnte, dass das irgendwie auch für mich vielleicht eine Option wäre, wäre, wenn ich 2, 3 weitere finanzielle Standbeine hätte. Also wenn ich zum Beispiel Immobilien hätte oder keine Ahnung oder vorzeitig in irgendwelche ETFs investiert hätte oder so, dann hätte ich da vielleicht ein bisschen mehr Risikobereitschaft. Aber prinzipiell, wenn das das einzige Standbein ist und du einen existenten Job aufgibst, um YouTuber zu werden, also, das finde ich nicht sonderlich klug, um es mal freundlich auszudrücken. Und sehr mutig, um es vielleicht positiver auszudrücken. Mut ist ja eigentlich was Positives, aber ich finde, Mut wird im Leben auch nicht immer belohnt. Von daher muss das jeder für sich entscheiden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, aber irgendwie haben mich meine Gedanken da gerade hingebracht. So, ich hätte jetzt gerne mal eine Antwort darauf, wo es jetzt hier weitergeht. Ich hoffe, nichts, was zurückliegt, habe ich jetzt irgendwo übersehen und muss den ganzen Weg nochmal zurück durch den Wald. Ich mag den Wald sehr gerne, aber ich muss da nicht zum 50. Mal durch. Ich habe gerade ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Das sieht hier nämlich auch nicht so aus, als würde hier gerade groß was weitergehen. Lass mich mal kurz überlegen, was ich hier noch... Wollte ich beim Rune-Sage irgendwas machen? Wollte ich hier beim Zaubererlehrer, beim Tutor, wie man ihn eigentlich nennt, noch irgendwas machen? Wir können ja mal kurz durch die Liste gucken. Ich glaube, da gab es aber nur einen Charakter. Wenn überhaupt, bei dem das interessant wäre... Nee, das sieht alles relativ vollständig aus. Hundi, geh mal aus dem Weg. Bist gerade ein bisschen im Weg. Was mache ich jetzt? Warte mal, hier Übernachtung. Hier Supplies und Appraisen brauche ich alles nicht. Ich gehe mal kurz hier mit dem Chef des Dorfes sprechen. Just relax and enjoy yourself. Duck Village is peaceful, at least for the time being. Ich weiß, was mein Fehler ist, Leute. Oder? Konnte ich nicht in Shisha Village Salon sagen, dass ich aufbruchsbereit bin? Ist das der eigentliche Weg, über den es hier weitergeht? Okay, warte mal. Sell Crystal Ball. Ja, toll. Es bringt mir halt nur nichts. Super. Super, super. Eigentlich könnte ich, wenn es hier keine Inventarkapazitäten gäbe, jetzt hier alles einkaufen. Das wäre eigentlich voll klug, oder? Aber mir ist das zu heikel wegen Platz. Außerdem, ey, wann brauche ich denn jetzt demnächst wieder Geld? Also bitte. Wobei, ich könnte mir vorstellen, weil es werden wahrscheinlich viele Spieler hier in der Phase des Spiels mit viel Geld rumrennen. Ich könnte mir vorstellen, die nächste Einkaufsoption, die es hier gibt, die wird mit richtig saftigen Preisen versehen sein. So, warte. Gucken wir nochmal einmal hier. Ey, Leute, das tut mir gerade richtig leid. Also wenn Salom wirklich die Lösung ist und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann muss es ja darauf hinauslaufen, weil hier passiert ja überall nichts. Dann habe ich jetzt hier ein bisschen Umweg in Kauf genommen. Ich meine, wir haben auch ein bisschen gelevelt. Also ich finde, ganz umsonst war das jetzt nicht. Aber wir werden dann halt nicht drum rumkommen, den ganzen Weg durch den Wald wieder abzulaufen. Und genau das werde ich tun. Speichern wäre vielleicht sinnvoll, oder? Ich bin einfach, und das kann ich nicht leugnen, zu sehr verwöhnt durch das, was die neueren Spiele einem immer an Weghilfe anbieten. Das ist so. Deswegen bin ich auch so ungeduldig mit Suikoden 3
Und das ist ein bisschen historisch gewachsen, weil ich zocke ja sehr viel. Ich mache ja nicht nur YouTube, ich zocke ja auch eine Menge privat. Ich frage mich manchmal selber, wie das zeitlich eigentlich alles möglich ist, aber ich bin halt immer so Fraktion. Ich lege ein paar Mitternachtssessions ein, wenn es die Zeit zulässt und habe da meine Ruhe und alles ist gut. Ich habe auch einen ziemlich kaputten Biorhythmus, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dieses, dass dir in fast allen Spielen, natürlich nicht in allen, aber in fast allen, halt auf einer Karte, wenn du sie öffnest, immer der Punkt irgendwo angezeigt wird, wo es dann mit der Hauptstory halt weitergeht. Und diese Visualisierung, die fehlt mir hier einfach. Und das wurde mir jetzt hier, glaube ich, mit am stärksten zum Verhängnis in Shisha Village. Ich weiß nicht mal, war das die letzte oder die vorletzte Folge, wo das hier aufkam, wo ich mit Salome gesprochen habe und erstmal die... Also, keine Ahnung. Ich kann aber auf jeden Fall versprechen, dass wir dann beim nächsten Mal mit der Hauptstory weitermachen. Wie gesagt, ich sehe darin jetzt nicht nur Nachteile. Wir haben dadurch jetzt vielleicht ein bisschen Zeit verloren. Aber erstens komme ich mit 1 Million Geld dann ans nächste Ziel. Und wir haben Level-Ups generiert. Vor allen Dingen mit diesem Doppelmantik-Kampf heute. Der zwar ein bisschen auch wieder Zeit weggefressen hat von der Folge. Aber am Ende gehört es ja auch irgendwie dazu. Ich meine, ich habe ja auch schon viel Zeit gespart, indem ich mich im gesamten Let's Play auch immer wieder dagegen entschieden habe, irgendwelche Orte zu besuchen, einfach weil mir der Weg zu weit war. Und vor dem Hintergrund, ja, ist es dann wahrscheinlich so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, dass ich hier mal unnötige Umwege anleiere. Ich versuche da entspannt drüber hinwegzusehen. Ich bin halt ein bisschen effizienzgetrieben, kann ich nicht leugnen. Nicht nur im Let's Play-Kontext. Und diese Ungeduld habe ich auch nicht nur beim Zocken, die habe ich auch im Real Life. Und das führt sogar so weit, dass ich aufgrund von Ungeduld nicht zu Ärzten gehe, weil ich bei bestimmten Ärzten weiß, ich muss lange warten. Und lieber, und nehmt euch daran bitte kein Beispiel, aber lieber krepel ich mit Schmerzen im Bett rum und liegt da 1-2 Tage, ohne wirklich was machen zu können, als auch nur ein einziges Mal eine halbe Stunde oder Stunde in irgendeinem Wartezimmer zu verbringen. Wirklich, das ist total irrational und für viele vielleicht auch nicht nachvollziehbar. Aber so ticke ich. Ich hasse es zu warten. Und das ist auch der Grund gewesen, warum, also nicht der Hauptgrund, aber warum ich damals auch vom Zug aufs Auto umgesattelt bin, weil ständig Zugverspätungen und so. Und dann sagen Leute, ja, beim Auto stehst du auch im Stau. Und dann sage ich immer, ja, aber im Stau habe ich erstmal keine fremden Menschen an meiner Seite, mit denen ich mich unfreiwillig abgeben muss. Schlimmstenfalls auch noch auf engstem Raum. Das kommt dann auch noch hinzu. In meinem eigenen Auto kann ich mich ausstrecken, kann ich meine Musik aufdrehen, kann rumbrüllen, mit Leuten telefonieren, muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Und das ist so vom Komfortfaktor her nochmal eine ganz andere Dimension. Und ja, und wenn ich da die Wahl habe, dann fällt mir die Antwort nicht sonderlich schwer. Und das Ganze geht jetzt seit 2014 schon so. Ja, ich fahre tatsächlich noch gar nicht so lange. 2005 den Führerschein gemacht. Und 2014 gab es dann diese eine legendäre Zugverspätung. Das habe ich in manch einem Video schon erzählt. Von Leipzig nach Berlin. Wo ich dann nach Mitternacht erst zu Hause war. Und dort einfach nicht weggekommen bin, völlig entnervt, um 23 Uhr meinen Chef angerufen habe, was ich heute nicht mehr machen würde, habe immer noch ein schlechtes Gewissen. Aber ich muss dann irgendjemandem meinen Frust auslassen und meinte damals zu ihm, sorg bitte dafür, dass ich nie wieder in einen Zug steigen muss. Er hat dann gemerkt, wie wütend ich war, meinte okay, hat mir dann für die nächste Woche ein Dienstfahrzeug besorgt und seitdem bin ich nie wieder Zug gefahren. Ja, das ist die Kurzform dessen. Well then, milady, we take our leave too. What other choice do we have? Nee, ich nehme jetzt mal hier das bestimmte und selbstbewusste, die Option. We take our leave too. Harmonia's plan is clear. They will occupy Saxon once they control the grasslands. Yes, milady. Can you please give the orders for unit formation? Ei. Da bin ich ja beim letzten Mal schon ein bisschen in Straucheln gekommen. Wie war das nochmal?
Hier oben ist noch ein Slot frei, oder was ist die gestrichelte Linie oben? Ich habe hier keine Reserve. Warte mal, ich fand das damals schon nicht so ganz übersichtlich. Ist this acceptable? Auto? Nee. Ist this acceptable? Ich weiß nicht, was du mit this acceptable meinst. Ich versuche hier nur mit durch die Kategorien durchzugehen und zu gucken, was ich hier einstellen kann. Shall I remove all members? Nein. Ich verstehe nicht, wie man Story-VIPs auswählen kann und dann die Frage kommt, ist this acceptable? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Ich traue mich hier nicht, irgendwas zu confirm. Will you arrange units? Ich bleibe jetzt einfach nur hier. So. Also ich verstehe das so, dass ich jetzt 7 Leute verteilen kann auf mehrere Units. Richtig? Und niemanden in Reserve habe. Richtig? Warum ist hier oben die gestrichelte Linie frei und da unten die untere? Ach so, warte mal. Nee, hier oben könnte ich einen richtigen Kämpfer einsetzen und das hier ist Support. Deswegen steht da SP. Aber ich habe keinen Support-Character. Ich sage jetzt einfach mal okay und guck, was passiert. Your lineup is set. Wir werden heute eh nicht so weit kommen. Shall we advance then? Ey, das ist auch gerade eine richtig scheiß Zeit. Ich bin jetzt bei 55 Minuten. Was soll ich denn machen? Jetzt hier einzusteigen, würde den Part komplett in die Überlänge ziehen. Aussteigen wäre wohl sinnvoller. Destroy enemy. Ich bin ja gerade eben auch nochmal speichern gewesen. Ally units number 5 or less. So, conditions for victory. Aber welchen enemy denn? Wir haben doch wahrscheinlich jetzt mehrere Wellen. Gibt es da keinen Namen, den ich bezwingen muss? Conditions for defeat. Das ist auch eine komische Beschreibung. Ally units number 5 or less. Ally units, das sind doch aber die Einzelkämpfer, oder? Nee, das verstehe ich. Die Beschreibung verstehe ich nicht. Also, wenn ich auf unter 5 falle, dann bin ich tot. Das heißt, wenn da noch 4 stehen, bin ich auch tot, oder was? Let's see what the Harmonian army is made of. Oh, oh. Tupa, let's not be careless. They've been frightened of us for dozens of years. We have no reason to fear them now. Da sind sie. At last you appear, but you hardly look ready to fight. And that's a very sad army, if you can even call it an army. Ey, mach dich mal nicht über uns lustig. Hallo, hallo, entspannen Sie sich mal. Was geht denn hier ab? Mischen wir hier auch mit? Ich mache gerade gar nichts übrigens. Ich gucke nur und versuche dem Geschehen hier irgendwie zu folgen. Also die Roten sind die Guten. Die sollten wir jetzt irgendwie anfeuern, aber irgendwann muss ich doch auch ins Spiel kommen, oder? There they are. To arms. Ah. Follow Captain Chris. Ja, Prinz Eisenherz. We thought you ran away. Ja, ich bin auch weggerannt. No such coward exists among our knights. Das stimmt ja nicht. Never mind that now. Just be sure not to have any accidents. Any accidents? Wo bin ich denn jetzt? Wo ist denn jetzt Chris? Ich sehe hier nur Lizards. Hä? Wo sind denn die Units, die ich gerade aufstellen musste? Hallo? Was war? Lucia. Hier! Ah, wir sind 6 und 7. Alles klar. Gut, ihr Lieben. Da machen wir das mal so. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle einen Break machen und wir werden uns, bevor ich ja auch noch irgendeine Bewegung anzettle, beim nächsten Mal genau hier wiedersehen. Hoffentlich siegreich sein und Folge ist heute ein bisschen kürzer, jetzt nicht dramatisch doller als sonst. Und wenn sich das eine oder andere Momentum ergibt, wo ich noch ein bisschen Zeit für die nächsten Folgen raufpacken kann, dann werde ich das tun. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!